Yo Leute, willkommen zum nächsten Walkthrough. Ich werde diesen Part mit der Gunlance spielen. Gunlance. Und mir ist aufgefallen, nachdem ich die Bufangos getötet habe, dass nochmal diese Menschen mit mir reden wollen. Ich werde einfach nochmal mit denen reden. Sie reden Japanisch und ich hoffe, dass sie mir irgendwas schenken. Schenkt mir, nein. Yo, du sitzt hier mit der komischen Katze reden. Ja, sie hat mir Holzabfall geschenkt. Oh mein Gott, Holzabfall erhalten. Dann könnte ich meine Waffen, meine coolen Katzen neue Rüstung machen. Rüstungen, oh mein Gott. Eine Katzenpfote. Sie ist so awesome. Alter, das heißt cool. Das kranke Holzkatana. Knochenhacke. Ich glaube, ich mache hier dieses Teil. Ich will, dass es hat. Trag es. Der Dave, dieses Teil. Und Dave kriegt noch eine irgendeine kranke. Nein, nicht die Eichelrüstung. Den Eichelhelm. Yukumo-Hut. Ja, den kriegt er. Mir kann ich im Moment gerade nicht leisten, von Zeug her, aber Dave hat dann da hinten dieses Ultra-Katana und diesen Hut auf. Vom Fuß wird auch noch irgendwann ausgerüstet. Schauen wir mal, was man hier Neues, was man hier machen kann. Weil ich noch nie reingeschaut habe, ist alles neu. Legierungshelm, das sind eh alles. Ich werde nur die Rüstungen, die wir machen, werden noch zeigen. Das sind so Standardsachen von Anfang an, die man machen kann. Ich werde auch mal durchgehen, damit da nicht Plus dran steht. Oder ein Ausrufezeichen. Und die Waffen werde ich euch auch gleich noch zeigen, welche neuen Waffen, oder neu, also welche Waffen ich jetzt erstellen kann. Von Anfang an gleich. Da, das Yukumo-Großschwert, das ich schon habe einmal. Ich kann es mir nochmal erstellen. Eisenerze und Yukumo-Holz. Und die Eisenerze haben mich daran erinnert, dass ich diese Quest gerne eine Spitzhacke mitnehmen würde. Und ein Käfernetz, damit ich gleichzeitig noch farmen gehe. Ein Langschwert. Ich glaube, man kann nur die Standardwaffen machen. Da gibt es schöne neue Waffen. Aber noch andere als die. Die hat man standardmäßig. Die hat man, glaube ich, standardmäßig in Portable. Also in Unite hat man die. Wenn ihr Unite gespielt habt. Und das sind einfach nur abartige Teile. Keine Ahnung. Was haben die denn? Nicht mal Giftschaden oder sowas. Okay, sieht einfach nur komisch aus. Der Bullenhammer. Ein Bullfangohammer, der auch in diesem Part zu nichts Gutem am Ende wird. Das war auch nicht in Unite. In Unite war am Ende auch schlecht. Und in Freedom 2 war am Ende auch schlecht. Eigentlich schade. Yukumo-Horn. Da sieht man, bei welchen Waffen sie sich irgendwie Mühe gegeben haben. Oder wenn wir drei verschiedene Waffen da sind. Und bei welchen Waffenklassen sie sich keine Mühe gegeben haben. Ach, und oh, die Lanze. Yeah, und bei der Gunlance gibt es wieder zwei verschiedene. Ach, die Knochen, die werden. Das ist die standardmäßige, die man in Unite bekommt. Auf Arx gab es natürlich keine standardmäßige in Unite, also. Eine Armbrust. Sehr hässlich ist. Und dann nochmal eine Heavy. Also schwere Armbrust. Und ein Bogen. Sogar zwei Bögen. Den Jägerbogen. Wie fast schießt denn der Schönes? Der macht schon mehr Schaden als meiner. Ich gebe mir Verteidigung plus 5. Ich kann damit Schlafbeschichtung schießen, dafür keine Giftbeschichtung, dafür Nahkampfbereiche und Ermüdungsbeschichtungen. Und die Stufen. Hä? Warum hat der Pürs hier? Naja, egal. Und die Stufen sind hier drin besser. Finde ich auf jeden Fall. Strange. Ja, ich werde einfach mal die Quest machen. Und zwar die 5 Yagis töten. Da, 5 Yagis werde ich mit meiner abartigen Gunlance terminieren. Ja, ich werde auch gleich noch die Gunlance Bewegungen beibringen. Also die Gunlance-Angriffe, die verschiedenen. Ja, der Ton passt. Sorry dafür. Ja, am Anfang mit jeder Gunlance sollte man einmal nachladen. Hier. Wenn man mit R und Kreis 3 die Waffe zieht, dann hat man sie gleich im Block drin. Dann im Block mit Kreis lädt man nach. Ja, die Steuerung ist etwas überladen, deswegen muss man das so machen. Aber es ist doch ganz angenehm, mit R zu spielen. Jetzt werde ich mal versuchen mit diesem Ei. Es geht mich hundertprozentig. Oder auch nicht. Naja. Auf jeden Fall können die Eier fallen lassen. Ich weiß das. Ja, mit Dreieck macht ihr einen Stoß nach vorne. Und beim dritten Mal lasst ihr Ding. Ja, das war schon eine Combo. Zweimal Dreieck sind zwei Stöße. Und das dritte Mal Dreieck lässt ihr die Waffe nach vorne hin fallen. Und dann kann man mit Kreis alle Schüsse auf einmal abschießen lassen. Da, ich zeige es dir nochmal. Zack, und dann bam. Was nicht ganz so viel Schaden macht,
also nachdem es aussieht, und dafür hat man alle Schüsse verschwendet. Also es ist keine empfehlenswerte Attacke, finde ich auf jeden Fall mal. Ja, und es geht natürlich auch noch auf die Waffenschärfe, das Schießen. Bam, bam. Ja, das ist auch noch eine schöne neue Fähigkeit. Man kann nach dem Schießen, wenn man danach noch Dreieck gleich nochmal drückt, Kreis nochmal drückt, kann man nachladen. Wie ihr gerade gesehen habt, ist meine Waffenschärfe gesunken, da das Schießen auf die Waffenschärfe geht. Yay, jetzt kann ich meine Waffe erstmal schärfen. Da ich mit dieser Waffenschärfe, glaubst du gar nicht, sind Yagis abpralle. Nein, nicht mal, aber ich mache weniger Schaden, also schärfe ich erstmal. Katze lenkt die mal ab. Dave mit seinem abartigen Holzkatana schwingt um sich rum und läuft weg und sammelt. Awesome. Und mit Kreis wird er natürlich ganz normal schießen, so wie in den Unite auch oder sonstigen. Aber mit Kreis schießt man einmal ganz normal und danach nochmal Kreis, lädt man nach. Und zwar nur ein Schuss. So lädt man alles nach, das ganze Magazin. Mit R-Kreis 3 kann man ein Wyvernfeuer machen, das ich euch jetzt gleich zeigen werde. Warte, da drüben ist ein Yagi. Das Wyvernfeuer braucht etwas lange zum Aufladen, deswegen würde ich ihm empfehlen, mal langsam mal stehen zu bleiben. Okay, perfekt. Wie ihr seht, es ist ein sehr starker Angriff, aber er hat einen Cooldown. Wie man sieht, es hat sich meine Waffe verschoben. Sie kühlt jetzt sozusagen aus nach diesem abartigen Angriff und irgendwann setzt sich dann wieder zurück nach 1,5 Minuten. Nach 1,5 Minuten etwa. Es gibt sogar, glaube ich, Gunlands, wo die Zeit nicht so lange ist. Ja, und dann setzt sie sich wieder zurück und dann könnt ihr das Wyvernfeuer wieder aufladen. Das macht ziemlich viel Schaden, aber auch nicht so übertrieben viel, dass es overpowered wäre. Generell ist die Gunlance eher eine schwächere Waffe. Was ich eigentlich schade finde, da sie eigentlich sehr, sehr schön ist. Auch zum Spielen. Sie verhält sich echt ganz anders als andere Waffen. Und ja, und die Schüsse werden natürlich auch klassifiziert in Stärke. Da oben ist normal. Es gibt Normalschüsse. Das ist diese ganz normale Explosion. Bam. Dann gibt es Schneidschüsse, heißen sie, glaube ich, die drei Explosionen auf einmal nach vorne sind. Und es gibt Explosionen, das sind dann wie ein, wenn ihr mit der Bowgun spielt, dieses Pulse, sind wie so eine größere Explosion, eine viel, viel größere, und hat auch nur zwei Schüsse. Hier hat man vier, bei lang, der Schuss heißt lang, hat man fünf oder auch vier. Nein, das sind fünf, hat man auch fünf bei lang und bei Explosion hat man nur zwei. Dafür sind die Schüsse auch stärker bei Explosionen. Und das Level dann dahinter zeigt, also da unten, Schusslevel zeigt an, wie stark der Schuss ist. 5 ist das Maximum, 1 das Minimum. Okay, ich treffe es gerade nicht. Aber wie man sieht, macht die Gunlance doch Schaden. Es geht um einiges fixer als im Part davor, die Bullfangos mit dem Bogen. Was auch nicht nur am Bogen liegt, sondern natürlich auch an den Bullfangos, da sie natürlich mehr Leben haben als die Yagis. Ich könnte mal die Ration essen. Dann wird mir auch nicht dauernd die Ausdauer ausgehen. Und ja. Es gibt noch Angriffe von der. Moment. Einen Moment. Ich musste mal die Toilette aufsuchen. Und jetzt bin ich wieder frisch für euch da. Mir ist gerade nochmal eingefallen, dass es noch mehr Angriffe gibt von Gunlance. Also warum habe ich sie jetzt weggesteckt? Und zwar, wenn man den normalen Schlag macht, danach R und Kreis drückt, lädt er ein ganz kurzes Würfelfeuer auf. Da braucht es, also ich zeige es euch einfach mal. Es ist nicht so stark, ist natürlich nicht so stark wie das große Würfelfeuer. Aber dafür geht es einfach, sieht schön aus. Es verbraucht einen Schuss von euch und der Schuss ist einfach ein bisschen stärker. Das kann man auch natürlich mit anderen Angriffen machen, zum Beispiel mit dem Angriff nach oben. R, Kreis, bam. Und, ja, ich stecke die Waffe dauernd weg, aber das ist mir egal. Ich werfe die Waffe noch einfach nochmal einmal schärfen. Und dann zeige ich euch nochmal, es gibt noch andere Möglichkeiten, wie man nachlädt, außer mit R-Kreis. Man kann nämlich auch nachladen, indem man einfach einmal nach hinten springt und dann Kreis drückt. Dann lädt er auch nach. Ja. Also wie gesagt, die Waffe ist etwas kompliziert zu handhaben, aber sie ist eigentlich ganz, ganz angenehm zu spielen. Ich werde nochmal zu der 2 gehen, weil ich da vermute, dass da vielleicht noch welche sind. Ja. Nee, da ist eins. Ich bin auch eher der die Gundance nicht als wirklich Gundance benutzt, also dauerhaft schießt oder sonst was. Ich könnte es auch mal machen hier.
Aber ich benutze sie lieber als Schlagwaffe. Es ist zwar vielleicht ein bisschen falsch, ja, und zack, tot. Oder? Um zu sicher zu gehen, dass es wirklich tot ist. Aber nach und stecken die Waffe weg. Und natürlich, was ich noch sagen wollte, Lanze, bei Lanze ist es so, bei Gunlance ist es so, bei Bogen ist es so und bei den Lightbowgun und Heavybowgun glaube ich auch, dass man Backhops macht. Bei Bow und Lightbowgun ist es, dass man auch nach vorne rollen kann, aber mit der Lanze oder der Gunlance kann man eben nicht nach vorne rollen, man kann nur Backhops machen. Und zwar mit der Gunlance am schlechtesten von allen. Oder mit dem Bogen sogar noch ein bisschen schlechter. Aber so mit der Lanze kann man dreimal hintereinander hüpfen. Da hüpft er dreimal, ohne so stehen zu bleiben. Und hier muss er irgendwas stehen bleiben. Dafür kann man hier unendlich oft machen. Weil der Lanze hüpft er dreimal und dann bleibt er kurz stehen. Da kann man noch mal dreimal hüpfen. Ich finde die Lanzen-Dinge viel angenehmer. Also die Lanzenhüpfer. Hier ist ein Keins. Gehen wir nochmal darüber, durch diesen awesome Wasserfall, awesome Wasserfall durch. Und hier sind Banabras oder Banehebras, so irgendwie so heißen die. Da, ich kann hier in Kacke wühlen, um meine Farm dann zu düngen. Ja, Dung halt noch. Wie sie sich gierig darauf stürzt. Dung erhalten. Und meine Katzen sammeln natürlich auch fleißig und werden mir in der Belohnung auch Dung geben. Wer mag es nicht, nach scheiße stinkende Katzen bei sich zu Hause zu haben? Das ist toll. Yay, außer ein Ziel erreicht. Ich werde auch mal noch ein Wüfelfeuer spammen, dass ich jetzt auch wieder frei habe. Und zwar dann werde ich dieses große Jagir töten. Ja, wie man sieht, ist die Gunlance nicht meine Waffenart. Das helfe ich echt nicht. Yay! Dann mach mal schnell das Ding auf wie im Feuer und spam es ins rein. Bam! Das ist hinüber. Und werden es noch ausweiten, was ich bei den anderen irgendwie voll verplant habe. Ja, kannst du zweimal ausschneiden. Was ich in Zert echt schön finde, in Unite war ja alle Minions außer die PPs einmal aufschneiden. Oh je. Was ich eigentlich etwas schade fand. Vor allem später dann. Bam! Und dann buh. Und es lebt natürlich noch. Komm her. Es ist so schön. Die Viecher sind viel zu klein, um sie mit solchen präzisen Angriffen zu treffen. Ja. Die Zeit abgelaufen. Vorzüge werden zurückgegeben. Und der Quest kriegt meine Belohnung. Quest Clear. Jetzt fehlt noch eine Quest, bis ich mit dieser Queststufe abschließen kann und die dringende Quest bekomme. Jaggis Zeug, Monsterknochen und Farbbeere. Dung, je, Dung, Dung und Felvine, so ein komisches Kraut. Ja, Belohnung. Speichern. Und da würde ich sagen, tschüss Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein, schaut euch Dave sein Part auch noch an. Oder wenn ihr von Dave sein Part kommt, schaut seinen nächsten und man sieht sich und hört sich. Tschüss.